Diese beiden Eiben möchte ich heute in Form schneiden. Ich werde dazu meine kleine Akku-Heckenschere benutzen. Ich werde bei dieser an ein paar Stellen zeigen, wie ich mit der Heckenschere arbeite. Lasse die Kamera an dieser Position, damit ein schönes Vorher-Nachher-Bild entsteht. Wichtig ist, dass man zuerst den Bauch und später dann den Kopf schneidet. Ja, und das alles, wie gesagt, mit einer 18 Volt Akku-Heckenschere. Ja, und einmal das Nachherbild. So, und das gleiche passiert jetzt mit der zweiten. Hier ist der Bauch. Nur einmal kurz angedeutet, weil auch hier werde ich ein Vor-Nachher-Bild. Und jetzt nochmal der Kopf. Und so sieht der fertige Busch aus. Jetzt noch ein bisschen den Abschnitt aufhaken und fertig bin ich. Eiben kann man wunderbar in Form schneiden. Sie verzeihen einem auch kleinere Fehler und treiben immer wieder mit einem frischen Grün nach.